Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, ich mache, ja, wir lesen können einen Adventskalender. Warum mich nervt, ist da so Kleber. Das ist der Anfang. Und zwar, der ist für meine Kleine. Das soll eine Eisenbahn werden. Ja, das ist ein Türchen von 24. Ja, Menge, ne? Viel, viel Arbeit, aber ich hoffe, es lohnt sich. Ich sehe gerade, da löst sich ab. Was nicht so toll ist. Ich zeige euch gleich, wie ich die Waggons mache. Also wie gesagt, da habe ich 24 Stück davon, beziehungsweise 23. Das 24. machen wir jetzt. Und dann noch die Lok. Die machen wir auch dann. Da habe ich allerdings keinen Prototypen. Weil den hat sich meine Kleine geschnappt. Ja, so sind's. Okay, fangen wir an. Ihr braucht ein Stück Cardstock in den Maßen 14,5 mal 16,5. Ich hoffe, ich habe das richtig geschnitten. 16,5 mal 14,5. Check. Und das falzt mir ringsrum bei 4,5. Muss wegen aufpassen. Mein Handy lädt nebenbei, weil sonst würde es nämlich, glaube ich, nicht diese Videoaufnahme schaffen vom Akku her. Und auch wenn die Zeit im Auge behalten, weil ich habe da noch einen Termin. So. Da schneiden wir mal die Klebelaschen raus. Also so schaut das Ganze aus. Dann schneide ich mir einfach die Klebelaschen raus. Ne. So. Dann einmal alles nachfalzen. Und dann mache ich mir auf die Außenseiten von meinen Klebelaschen, mache ich mir jetzt erstmal überall Kleber drauf. Schön bis zum Rand, damit es auch dann zu bleibt. Und dann klebe ich mir meine Box im Endeffekt zusammen. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn meine Kleine das sieht, was sie dazu sagt. So, das ist jetzt der Grundwaggon. Ne, also nicht schwer im Endeffekt. Dann habe ich aus so Labelstanzen, sind es eigentlich, habe ich quasi einmal den Untergrund ausgestanzt und dann jeweils das Designpapier dazu. Ich kann euch sagen, ich habe gestanzt bis zum Umfallen. Und ihr seht schon, der Untergrund ist etwas kleiner wie der Aufleger, sage ich jetzt mal. Und das klebe ich mir jetzt einfach da drauf. Schaut ihr halt, was ihr habt, weil ich habe das jetzt auf meinen Boxen abgestimmt. Ich kann gleich mal nachmessen, wie groß mein Aufleger hier ist. Ne, ich lege die lieber hin, weil die ist eh schon fast leer. So. Ich messe mal kurz. An der dicksten Stelle so circa 7,5 mal circa 5,8. Also wie gesagt, das sind halt so Labelstanzen eigentlich. Standschablonen.
Ich habe viel, viel, viel Arbeit, viel Zeit in den Adventskalender gesteckt. Dann mache ich mir zur Hälfte hinten drauf einfach Kleber und richte das mittig aus, dass oben und unten ein bisschen quasi die Ecken drüber gucken. Wie gesagt, ich habe das auf meine abgestimmt. Schaut ihr halt, was ihr habt. Und dann auf der anderen Seite genauso. Das schon mal das. Dann die Räder. Nehmen wir noch rauslegen. So. Habe ich auch schon ausgestanzt. Wo ist das letzte? Da. Ihr könnt euch gar nicht ausmalen, wie viel ich gestanzt habe an dem Tag. Ich habe nur gestanzt und gemacht. Die haben einen Durchmesser, die Kreise von 3,5. Und ich habe hier ja so eine Blüte noch ausgestanzt, dass es noch mal ein bisschen schöner aussieht. Und dann mache ich zum Viertel, also ein Viertel auf dem Kreis, mache ich Kleber drauf, klebe das. Da ist mir gerade meine Flasche ausgelaufen. Komm, du musst doch mal weichen. Schaue ich, ob das die in der gleichen Höhe sind. Das ist der Nachteil, ne? Na, jetzt klebt alles. Habe ich denn hier nicht irgendwie ein Taschentuch mit Zebra oder so, dass ich die mal abwischen kann? So. Entschuldigt, es ist wieder das Chaos, ne? So, das lasse ich gut trocknen, bevor ich das hinstelle, weil wenn ich das jetzt hinstelle, der Kleber ist noch nass, dann rutschen mir die Räder nach oben und dann hat es mir eigentlich gar nichts gebracht, ne? Deswegen lege ich den so hin und lasse den trocknen und wenn es trocken ist, dann sieht man, ja, dann kann man das wunderbar hinstellen. So, weiter geht's mit den Zahlen. Ich habe alle anderen schon weg. Ich habe die Zahlen ausgeschnitten von dem. Wo ist er denn? Von diesem Action-Block. Den fand ich so passend. Und da ist so ein Blatt dabei, da sind Zahlen drauf, ne? Und die habe ich einfach ausgeschnitten. Da mache ich dann mit dem Locher ein Löchlein rein. Ungefähr in die Mitte, Pi mal Daumen. Und meine Kleine bekommt einen, also ich habe ihr ein paar Spielsets gekauft von Playmobil. Und da bekommt sie jeden Tag in einem Organza-Säckchen, ebenfalls vom Action, die Sachen rein. Ja, man sieht es ein bisschen, aber gut. Ich finde es nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, da kommen dann jeden Tag ein paar Dinger rein, eine Figur oder halt irgendwas. Wie gesagt, das sind ein paar Sets, habe ich ein paar gekauft. Das fädel ich dann da durch. Ob ich da überhaupt jetzt noch einen Knoten reinkriege? Knoten und noch einen Doppelknoten, einen leichten, einen lockeren drauf, damit man das auch wieder schön aufmachen kann. Und so sind die Zahlen dann dran. Dann kann man das. Das ist jetzt natürlich das beste Beispiel, ist einfach zu groß theoretisch. Aber das kann ich dann so reinstellen. Das ist das Einzige, was wirklich so groß ist. Die anderen gucken nicht über die Säckchen hinaus. Natürlich das beste Beispiel genommen. Okay, dann machen wir weiter mit dem Waggon. Da habe ich jetzt noch gar nichts zugeschnitten, Leute. Für die Grundbox brauche ich ein Stück in den Maßen 14,5 mal 18,5. Und das, falls ich mir
ebenfalls ringsrum bei 4,5. Also die Lok, die wird einen Ticken größer. So. Auch dasselbe Prinzip. Klebelaschen rausschneiden. Und dann zusammenkleben. Zack, zack, zack. Oh, ich spüre gerade einen Anflug von Kopfschmerzen. Ganz, ganz eklig. So. Dann schnell zusammenkleben. Anderen Waggons, die habe ich schon drapiert. Ich habe mir Watte genommen, zeige ich euch mal. Das ist so ganz einfache Watte, die ist, ne, so am Stück quasi. Habe ich mir dann auf das Sideboard drapiert. Sideboard drapiert. Und da die Waggons schon mal draufgestellt, so ein Entschuldigt. So ein bisschen in Schlangenform. Und da kann sie sich dann jeden Tag ein Säckchen mit der Nummer nehmen. Ja. So. Ich glaube, ich mache gleich Dingens drauf. Designerpapier. Das muss ich aber tatsächlich auch erst ausmessen. 9 mal 4. Ja, 9 mal 4. Schreibe ich mir gleich auf, damit ich das dann unten wieder in die Infobox schreiben kann. 9 mal 4. 2 mal. Für die Lok. Ich habe wieder keinen Platz mehr hier. Was nehmen wir denn für Papier? Nehme ich das hier. Da ist es wurscht, wie es geschnitten wird. 4. Neun. Cookie. Ja. Und zap, zap. Ich habe gerade so einen Hustenreiz im Hals. Gibt's ja nicht. So. Gut, dann nochmal den Aufbau von der Lok. Hat 23 mal 10,5. Reicht mir das Papier noch? Ich glaube nicht. Nein. Okay, nicht so schlimm. 23. Mal 10,5. Und das muss ich mir jetzt auf der langen Seite bei 5,3. 10,6.
15,9 und 21,2. Jetzt muss ich mal gucken. 2 Falzen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich schnell da noch Designerpapier drauf mache. Weil dann ist das schon mal quasi 4,5 mal 9,5. 4,5 mal 9,5. Das Ganze brauche ich viermal. Ich muss schnell eins raus. Was passt denn gut dazu? Ich glaube, ich nehme das. So. 9,5. Ich überlege gerade. Ich werde das aber so schneiden müssen. Ja, weil das sind ja Christbaumkugeln. Eins, zwei, drei und vier. Und das gleich alles mal wieder weg, damit ich nicht den Überblick verliere. Und dann klebe ich mir das gleich einmal auf. Ja, ist schon ein bisschen arg knapp, aber gut. Ist das auch schon mal fertig. Und dann schneide ich hier die Klebelaschen zurecht. Zack, zack. Ich hoffe, so meine Maße stimmen, ne? Oh. So. Das zusammenkleben. Nehme ich noch auf? Ja, ich bin noch im Bild. Gut. Immer diese Paranoia, Mann. Das ist echt schlimm. So. Das zusammenkleben. Und das kommt dann da rein. Oh, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Das lasse ich jetzt aber auch erstmal trocknen. In der Zeit machen wir unsere anderen Teilchen. Was kommt jetzt? Die Rundung kommt. Bin ich gerade mal überlegen, da mache ich auch einen Aufleger. Da brauche ich ein Stück Cardstock in den Maßen 4,2. Ich weiß, ganz blöde Maße, aber geht leider nicht anders da. 4,2 mal 11,5. Da werde ich mir auch Designerpapier draufkleben. Nimm mal wieder das. Habe ich noch einen Rest? Nee, reicht mir nicht mehr. Was habe ich gerade gesagt? 4,2. Dann machen wir 3,5. Mal 11. Aufschreiben. Hilf mal 3,5. So. Und ich glaube, das mache ich mir am besten mit doppelseitigem Klebeband fest. Das ist mir mal gleich runden.
Na komm. Nicht so schlimm, sieht man eh gleich nimmer. So. Das da, das ziehe ich mir jetzt über die Tischkante, dass es eine Rundung bekommt. Jetzt wisst ihr, wieso ich also doppelseitiges Klebeband genommen habe. Und ich glaube, ich mache mir einfach zur Markierung noch links und rechts eine Falzung hin, damit ich weiß, wie weit ich kleben kann. Bei einem Zentimeter einfach nur so eine Markierung, dass ich weiß, wie weit ich kleben kann. So, dann klebe ich mir mein Teil schon mal da innen rein. Also ich mache jetzt auf drei Seiten hier unten Kleber hin. Dann vielleicht. Jetzt habe ich hier eine nervige Fliege. Ah, jetzt sehe ich gerade, habe ich die falsche Seite mit Kleber gemacht. Egal. Sieht eh gleich keiner mehr. So. Wobei das da halt doof ist, ne? Weil da jetzt kein Kleber mehr ist. Oh, Fliege, geh weg! Oh, das ist mal wieder ein typisches Video von mir. Die kommt jetzt da vorne rein. So. Jetzt überlege ich, ob ich da vorne noch was reinmache, aber ich glaube, meine Kleine schaut da nicht so drauf. Dann mache ich jetzt bis zur Markierung mache ich Kleber hin und klebe mir das fest, also nur wirklich bis zur Markierung. Und das lasse ich jetzt wirklich erstmal gut antrocknen. Weil wenn ich das jetzt auf der anderen Seite auch noch festklebe, dann würde es sich wieder lösen, weil der Druck einfach viel zu groß ist. Das lege ich jetzt mal dahin. In der Zeit machen wir unser Dach. Und dann haben wir das Schlimmste eigentlich schon geschafft. Da brauche ich auch wieder Cardstock in den Maßen 6,5 x 10,5. Das müsste mir eigentlich reichen. Ja, langt mir das auch noch in 10,5? Ja. Maße schreibe ich wieder unten rein. So. Und das falze ich mir jetzt links und rechts bei 2 cm auf der langen Seite. So, habe noch ein Stück. Langt mir nicht mehr. Und ich gucke erstmal, ob die Maße stimmen. Die Maße schauen gut aus. Gut. Aber da könnte ich den Rest hier nehmen. Jetzt überlege ich gerade. 1,5. Und da schneide ich jetzt erstmal mit der Wellenschere entlang. Wirklich nur so am Rand. Könnte man jetzt auch mit Randstandschablonen machen. Aber ich finde, man kann auch ruhiger mal die Wellenschere nutzen. Alter, mache ich heute wieder ein Gelaber zusammen. So, da mache ich dasselbe. Da gehe ich auch mal mit der Schere entlang. Zerab. Dann habe ich das. Und das kürze ich mir jetzt noch auf. Jetzt habe ich die Maße vergessen. 6. 6.
Mit 6. Kann ich sogar noch einen Ticken kürzer machen, aber egal. Ist nicht schlimm. Okay, und dann machen wir noch ein Stück für oben. Dann nehme ich das hier und das hat die Maße 6 mal 6 müsste das haben, ne? 6 mal 6, ja. Schreibe ich mir auch gleich auf. Okay. So, und ich denke, auch wenn er jetzt nicht perfekt ist, der Zug, die Eisenbahn freut sich, denke ich, meine Kleine trotzdem noch drüber. So schaut es ein bisschen aus, wie wenn es jetzt Rüschen hätte, ne? Natürlich kann man auch erst Designerpapier hinkleben. Hatte gerade einen richtig, richtig heftigen Niesanfall. Ja, man kann ja auch erst Designerpapier hinkleben und dann eben mit der Wellenschere drüber gehen. Das geht natürlich auch. So, okay. Ist es jetzt soweit angetrocknet und ich hoffe, ihr wackelt nicht zu sehr, aber so das Kabel, das hängt da. Okay, dann machen wir hier Kleber drauf. Und dann da rein. Schon möglichst gerade. Funktioniert doch ganz gut. So. Dann mache ich mir oben Kleber drauf. Mal schauen, ob das mir gelingt. So am Rand. Und dann kommt da mein Dach drauf. Schauen, dass es in der Mitte sitzt. Ja, sehr schön. Und dann kommen noch die Räder dran. Die haben, also vom Prinzip her habe ich die genauso gemacht gehabt. Die haben einen Durchmesser von 3,8 cm. Und dann mache ich jetzt nichts anderes. Auch so auf ein Viertel. Hier und da Kleber drauf. So, dann habe ich es doch geschafft. Ging doch besser wie gedacht. Ich habe immer so ein bisschen Bammel. Ja. Die lasse ich jetzt dann auch trocknen. Und wenn die trocken sind, so wie die hier, dann kann man die wunderbar hinstellen und dann hält es und verrutscht nichts mehr. Ja, das war's. Ich habe es geschafft. Ich hatte Bammel wie der Lok. Aber die ist doch ganz, auch wenn vorne ein Löchlein ist, aber gut. Es ist nur ein Adventskalender. Ne? Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und mir zuschaut. Bis dahin sage ich Tschüss,
wünsche euch eine schöne kreative Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!